Liebe Videofreunde, herzlich willkommen. Wir möchten euch heute mal unser Equipment zum Videodrehen zeigen. Weil hin und wieder Fragen kommen, was benutzt ihr denn für eine Kamera, was nehmt ihr da dafür und dafür. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt setzen wir uns mal hin und zeigen euch mal, was sich so alles angesammelt hat bei uns in den letzten 2 Jahren und welches Produkt für uns, mehr empfehlenswert ist, welches vielleicht weniger. Wir haben leider ein kleines Malheur gehabt. Wir haben das Ganze schon mal gedreht und haben festgestellt vorhin, dass die SD-Karte kaputt ist und müssen das nochmal drehen. Aber ein Video ist uns erhalten geblieben, nämlich wo Michael die Kamera erklärt, womit wir euch gerade aufnehmen. Mit der wir gerade aufnehmen. So. Ja. Und das lassen wir auch so. Also, falls das ein bisschen anders aussehen sollte, dann ist das halt so. Nee, das drehen wir jetzt nicht nochmal. Also, wir fangen an. Wir fangen an mit dem ersten Produkt, was wir uns angeschafft haben, als wir angefangen haben, Videos zu drehen. Und das war eine GoPro. Und diese GoPro, haben wir schnell gemerkt, ist nicht geeignet für normale Videodrehs. Also, weil erstens mal kann man nicht so viele Effekte machen. Es ist halt auch alles immer gestochen scharf. Es ist sehr weitwinklig. Die Mikrofonfunktion ist sehr schlecht, weil die GoPro hat ein sehr schlechtes internes Mikrofon. Und das kann man also überhaupt nicht nutzen. Und man braucht einen Adapter, der kostet 60 Euro, um halt ein externes Mikrofon anzuschließen. Und leider Gottes ist es so, dass dieser Adapteranschluss, also bei uns zumindest, immer oft einen Wackelkontakt hatte und nicht richtig, also drin war in der Buchse, sagt man so. Ja. Und wir dadurch keine Tonaufnahmen hatten. Und wir haben uns also so geärgert schon über manche Sachen, weil dann einfach der Ton weg war und wir die Videos nicht benutzen konnten. Also, deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, die GoPro, die nehmen wir wirklich nur noch für Fahraufnahmen im Auto und wir werden uns jetzt auch nochmal so eine Halterung kaufen, wo man mal außen am Auto das anmachen kann. Unter Wasser kann man halt Aufnahmen machen, ne? Und ja, es ist halt eine Actioncam, wo noch Skifahren zum Beispiel und sowas halt eben. Dafür ist die ja auch gedacht. Und dafür ist er auch gut. Und dafür ist er auch super gut. Genau. Wir haben noch die GoPro Hero 5. Gibt es natürlich jetzt schon mittlerweile ganz andere Geschichten. Aber für uns reicht das immer noch. Und dabei bleiben wir jetzt erstmal auch. Ja, dann gibt es, wer mit der GoPro Tonaufnahmen machen möchte, gibt es so eine Ersatzhalterung. Nicht diese, sondern es ist eine aus Metall. Und die hat hier eine Öffnung, so dass man an den Stecker kommt, wo man das Mikrofon reinstecken muss. Das geht nämlich bei dem mitgelieferten Teil, was man hier dazu bekommt für die GoPro, geht das nicht. Und da muss man sich extra so ein Teil kaufen. Das haben wir aber nicht mehr, weil wir es auch nicht mehr benutzen. So, dann gibt es hier noch diese Akkus. Und da haben wir uns jetzt nicht immer GoPro-Akkus gekauft, sondern wir haben uns jetzt auch mal No-Name-Akkus gekauft. Die haben auch alle mal gereicht. Und die verlinken wir euch nochmal, falls es die auf Amazon gibt, verlinken wir die nochmal euch unten. Dann gibt es für die GoPro noch diese Ladestation, da kann man immer drei Akkus aufladen. Dann habe ich mir für die GoPro noch ein Stativ gekauft. Das kann man hier, also das ist ein Ständer, den man halt hinstellen kann und in verschiedenen Winkelpositionen machen kann. Man kann das halt Selfie-Stick nehmen, man kann es aber auch zum Laufen oder zum Film nehmen. Allerdings ist es kein Gimbal und man hat da die Laufbewegung drauf. Und dann kann man das hier abschrauben und auch hier rein schrauben und dann hat man das einfach so schön in der Hand und kann das die GoPro damit super gut tragen und mit der GoPro auch super gut filmen. Hält halt schön ruhig in der Hand. Aber wie gesagt, Laufbewegung gleicht es natürlich nicht aus. Aber trotzdem hier cooles Teil, fand ich. So, zur GoPro haben wir uns dann noch ein Täschchen gekauft. Und zwar
kann man das hier hinten, auch wenn man durch einen Gürtel zum Beispiel ziehen, hat man es immer bei sich. Es ist nicht so sehr groß, es passt ziemlich viel rein, was die GoPro betrifft. Gibt dann noch so ein Cape dafür. Und hier habe ich halt also die GoPro drin und ihre ganzen Ersatzteile oder beziehungsweise das Zubehör von der GoPro. Das kommt hier alles rein. Außer das Teil natürlich, das passt nicht da rein, aber so die Akkus und ja, und was dann halt auch noch gut reinpasst, ist mein neu erworbenes Produkt in diesem Jahr, was ich euch später vorstelle. Aber das tue ich dann auch noch hier rein und somit ist immer schön Ordnung und ja, kann man halt auch mal in den Rucksack mit reinpacken und hat man immer alles dabei. So, jetzt ist der Michael dran. Hättest du mich ja mal vorwarnen können. Also ich mache dann mal die Vorstellung von unserem Luftobjekt. Und zwar haben wir uns den DJI Mavic Pro geholt vor zweieinhalb Jahren. Zweieinhalb Jahren bestimmt. Wir hatten vorher auch andere Drohnen schon mal angeguckt, aber ich wollte keine von denen haben, weil ich wollte nicht so eine riesen Kiste mitschleppen. Und dann kam das Teil auf den Markt und da war ich natürlich schwer begeistert, wie klein man den zusammenfalten kann. Und die Videoaufnahmen und Fotoaufnahmen stehen denen in anderen Drohnen nichts nach. Er macht Videoaufnahmen in 4K, er macht super Fotoaufnahmen. Es gibt jetzt mittlerweile schon den dritten Nachfolger oder so. Ich glaube, ja. Ja, aber wir werden unser Teil hier behalten. Es gibt ja noch einen kleineren jetzt mittlerweile. Ja, es gibt noch kleineren. Aber ob die jetzt besser ist, das wissen wir auch nicht. Das wird ja, und der Nachfolger gibt es zwei verschiedene, einmal für Foto, einmal für Video. Aber brauchen wir alles nicht, weil das Teil hier, das wir haben, ist für uns immer noch super. Kleiner Tipp, wenn man sich den zulegen möchte, Dinge, die dazugehören oder man sich dazu kaufen muss, meiner Ansicht nach, ist ein zweiter Akku. Akku hält ca. 15 bis 20 Minuten. Nach Erreichen von 30% der Leistung gibt er eine Warnung aus, eine sehr nervende Warnung. Und wenn es dann noch ein Stück weiter runter geht, kommt das Teil zurück, egal was du machst, er kommt von alleine zurück und sagt dir, nun ist gut. Und wenn du dann einen zweiten Akku hast, dann kannst du dann fortfahren, wo du stehen geblieben bist. Was noch wichtig ist, Filter für das Objektiv. Darf ich dich was fragen? Was heißt das? Kannst du fortfahren, wo du stehen geblieben bist? Also naja, sag mal, du bist bis dahin geflogen und alles was gemacht, aufgenommen. Und jetzt sagt das Teil, nee, Feierabend. Dann kannst du mit dem zweiten Akku dann da direkt hinfliegen, ohne Umweg, und kannst dann da weitermachen. Okay. Und für das Objektiv unbedingt Filter zulegen, und zwar in verschiedenen Stärken. Da du mit der Blende keinen Lichteinfall regeln kannst, ist es bei einer sehr hellen Umgebung oder schon bei einer hellen Umgebung die Aufnahmen fast nicht mehr zu gebrauchen. Und du musst dann mit diesen Filtern arbeiten. Die sind sehr, sehr leicht, die stören also auch nicht das Gimbal von dem Mavic, aber sind Pflicht zum Filmen. Des Weiteren Ersatzpropeller. Also ich habe sie bis jetzt einmal in den Baum geflogen, Gott sei Dank nicht öfter, aber dann sind die Propeller hin. Da kannst du von ausgehen, und wenn du keine Ersatzpropeller dabei hast, dann war es das für deine Filmreihe für die Zeit. Und das ist sehr ärgerlich, also ein Satz. Ersatzpropeller auf jeden Fall dazu, dann bist du auf der sicheren Seite. Und wenn ihr so ein Teil kauft, nicht im Zimmer ausprobieren, haben wir gemacht, nicht nachmachen, weil er braucht ein GPS-Signal und das kriegst du im Gebäude nicht, und dann fliegt er hin, wo er will, nur nicht, wo du hin willst, und das war dann nicht so gut. Also wie gesagt, ach, kannst du mal, ich habe noch was vergessen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber die Füße. Ja, normalerweise kommt der mit sehr kurzen Beinchen, muss man sagen, und steht fast direkt auf dem Boden.
Und wenn du jetzt irgendwo bist, wo du so ein bisschen Gras oder so hast, dann hauen die Propeller schon gleich mal ins Gras rein. Und die sind nur sehr dünnes Plastik, also die vertragen ja nicht viel. Und da gibt es natürlich, macht DJI ja immer sehr geschickt, 1000 Sachen, die du dazu kaufen kannst, unter anderem diese Verlängerung hier für die, ne? Die Verlängerung hier für die Beinchen. Und dann steht das ganze Teil so 3-4 cm höher. Und das macht schon den Unterschied, ob er da ins Gras reinhaut oder nicht. Also das empfehlenswerte Anschaffung mit dem Teil genauso. Und die Fernbedienung davon, das ist das Teil hier, die beiden Antennen. Dein Bildschirm für die Fernbedienung ist dein Handy. Das heißt, du hast eine App auf deinem Handy, klemmst das Telefon hier rein und fliegst das dann über diesen Schirm mit deinem Steuerknüppel. Kann man das probieren jetzt, ob man jetzt reinpasst? Aber dann müssten wir erst nochmal dieses Ding hier anbringen. Nee, das... Passt nicht rein? Probier mal. Nee. Weiter geht's nicht? Nee, that's it. Okay. Also die großen Handys, die neuen großen Handys, da dürfte es Probleme geben mit dem Steuergerät. Ja. Wird wahrscheinlich nicht mehr reinpassen. Das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen. Ich denke mal, dass die neuen Mavics anders ausgelegt sind, die Steuergeräte, dass denn auch diese großen Handys halt reinpassen. Ne? Ich habe einen Sony ZX-1 oder XZ-1 oder so. Das ist ja wesentlich kleiner als das S9 Plus hier. Und das passt einwandfrei, keine Probleme damit. Aber wie gesagt, die größeren Handys wird schwierig. Aber muss man dann irgendwie, weiß ich nicht, festtapen oder irgendwas, keine Ahnung. Aber du kannst auf jeden Fall nicht mehr reinklemmen. Ich denke, dass die neuen Geräte im Moment, wie gesagt, da gibt es ja zig Nachfolger schon davon. Naja, zeig doch nochmal gerade bitte den Bildschirm. Ja, wir haben hier noch so einen, aufgefallen ist da. Wir haben hier noch so einen Verdunklungsschirm. Der ist nicht schlecht. Der dunkelt dein Handy ab, den Screen von deinem Handy, damit du was erkennst im Tageslicht. Weil... auch wenn es heißt, man fliegt immer nur so weit, wie man die Drohne sehen kann, naja. Man sieht sie schnell nicht mehr. Die ist sehr klein und grau. Die siehst du, ich weiß nicht, warum die grau ist. Wenn die jetzt leuchtend rot wäre, könnte man die mit Sicherheit sehr weit sehen oder muss halt anmalen oder was. Aber in dem Grauen geht es sehr schnell, dass du die Drohne aus den Augen verlierst, obwohl die noch gar nicht so weit weg ist. Und dann musst du hier auf deinem Handybildschirm musst du sehen, wo du bist. Und die theoretische Reichweite ist angeblich 7 Kilometer, also wenn nichts dazwischen ist, wenn direkte Verbindung besteht zwischen der Drohne und der Fernbedienung, sind 7 Kilometer. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand ausprobiert hat, also ich mit Sicherheit nicht. Aber du kannst schon sehr weit mit dem Teil fliegen und man vertut sich da auch sehr schnell, wie weit sie weg ist. Und ihr seht die nicht mehr. Und ohne diese Verdunklung im Sonnenlicht wird es schwierig, das zu erkennen, wo du jetzt eigentlich bist und sie zurückzuholen. Du kannst immer auf den Home-Button drücken, dann kommt sie von alleine zurück, aber das willst, du willst ja fliegen und aufnehmen. Ja, das sind dann so die wichtigsten Dinge für die Drohne, möchte ich mal sagen. Ja. So, dann komme ich zu meinem nächsten Produkt und das ist der Osmo Mobile 2. Und zwar ist das ein Handy-Gimbal und der ist sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach. Super ist der, wenn ihr jetzt nur mit dem Handy aufnehmen wollt. Viele nehmen ja, machen ganze ja, Videos nur mit dem Handy. Gibt ja tolle Handys, die das auch können. Und dann ist der echt genial, weil ja, ihr könnt hiermit also alles machen. Ja? Also wenn ihr lauft, das ist super smooth. Ihr könnt habt Features wie Hyperlapse, wie Timelapse und so weiter dabei, weil die bieten natürlich dann eine App an dementsprechend und in dieser App gibt es halt richtig coole Features. Hat jemand ein iPhone, hat das noch besser, weil er dann alle Features nutzen kann. Hat jemand kein iPhone und benutzt ein anderes Handy, kann man nicht alle Features von dieser App nutzen. Das muss man vorher wissen. Für mich hat es gereicht, weil die wichtigsten Dinge konnte ich nutzen. Und also ich liebe dieses Teil, muss ich sagen. Das ist sehr, erstens mal liegt es richtig gut in der Hand. Gut, man muss es halt natürlich auch so tragen, wenn man unterwegs ist, aber es liegt sehr gut in der Hand. Man hat halt hier die Bedienung, die man mit den Daumen betätigen kann.
Und es macht richtig coole Aufnahmen. Und man kann dann halt auch so Panoramageschichten machen, Panoramaaufnahmen und so weiter. Ich habe sehr viel im Winterurlaub damit gearbeitet. Fast nur mit dem Teil und sind, glaube ich, sehr anständige Videos rausgekommen, würde ich mal sagen. Also wirklich eine super Geschichte, wenn man mit dem Handy aufnehmen will. Dazu gibt es dann hier noch so einen Fuß. Und da kann man das dann reinstellen und kann das dann unten hier mit einer Schraube fixieren. Und dann ist das fest, den mache ich auch immer dran, wenn ich unterwegs bin. Und dann kann man den auch abstellen und kann halt ja, den irgendwo mal auf eine Bank stellen oder so Aufnahmen machen, wenn man vorbeiläuft oder vorbeifährt oder wie auch immer. Oder man kann damit eben auch Timelapse aufnehmen, weil der bewegt sich dann. Also man kann den rotieren lassen, den Gimbal, und dann macht er halt wie so ein Panorama-Timelapse. Also man kann richtig coole Sachen damit machen. Und das ist auf jeden Fall für mich persönlich eines meiner sehr guten Produkte zum Videodrehen. So, jetzt bist du wieder dran. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Übrigens, bevor ich es vergesse, Entschuldigung. Fast war ich dran. Ja, kommt in so einer Box hier und da kann man das richtig gut einpacken, wenn man es kann. So. Der ist natürlich nicht mit dabei, weil man den extra kaufen muss, und kann man das hier schön in diese Art Styroporbox, und ist auch dann gleichzeitig gut zu verstauen. Also, so, das wollte ich noch dazu sagen. Jetzt, Entschuldigung. Was haben wir denn noch so auf dem Tisch? Ach Gottchen, was haben wir noch so auf dem Tisch? Ja. Unseren Fiotech Alpha 2 oder A2000. Und das ist das Teil hier. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ist ein Dazu Thema. Machen wir nochmal ein ja. einzelnes Video irgendwann mal, weil wir haben uns auch noch nicht so viel damit beschäftigt. Ne? Es ist ein Gimbal für unsere Kamera. Trägt sowohl Spiegelreflex als auch spiegellose Kameras. Bis zu einem Gewicht von 2,5 Kilogramm. Das ist ordentlich. Und ich kann den jetzt allerdings nicht vorführen, weil zum Austarieren von dem Teil muss unbedingt die Kamera installiert sein. Er braucht dieses Gewicht von der Kamera, sonst kannst du den hier nicht balancieren. Das geht hier also nicht. Also wenn die Kamera installiert ist, sieht das Ganze ungefähr so aus. Dann kannst du das Teil schwenken, wohin du willst. Gibt jede Menge Tutorials auf Video, ja. Auf YouTube, was ihr euch angucken könnt zu dem Gimbal. Und der Nachteil an dem Ganzen ist natürlich, dass man jedes Mal, wenn man die Kamera neu installiert, speziell wenn man das Teil hier in dem Koffer getragen hat, diese Austarierung wieder neu machen muss. All dieweil alle Arme verstellt sind, damit das da reinpasst. Wenn man das Ding nicht in dem Koffer trägt, sondern einfach die Einstellung lässt, wie sie war, vielleicht sich kleine Markierungen macht, dann kann man auch seine Kamera immer wieder draufsetzen und das sollte sofort funktionieren, wenn man an der Kamera nichts verändert hat. Das reicht schon, auf das Objektiv die Sonnenblende aufzusetzen. Das geringe Gewicht von diesem Plastikring reicht, um dieses Tarieren aus dem Gleichgewicht zu bringen. Er hält das eine Zeit lang aus, allerdings muss er sehr viel arbeiten dabei. Und ist nicht gut für die Motoren, ist auch nicht gut für die Batterien. Man sollte das Ding erstmal so austarieren lassen. Wenn es dann austariert ist, ist es eine super Sache. Du kannst mit dem Teil laufen, wo du willst. Es gleicht das sehr, sehr gut aus. Du kannst super Schwenks machen. Es gibt bestimmte Features auch mit Timelapse, die du gleichzeitige Schwenk mit der Kamera machen kannst und so weiter. Also super. Halt ein bisschen schwierig beim Aufbauen, ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her meiner Ansicht nach sehr gut. All dieweil in dem ganzen Set, wenn das kommt, ist nochmal dieser Griff hier mit dabei. Ein Doppelgriff. Dann kommt der ganze Aufbau hier drauf. Und du trägst das Ding mit zwei Händen. Kannst hier bedienen, hast deine Bedienknöpfe wie davor. Und du hast natürlich einen sicheren Halt hier, einen festen Halt. Auf einer Wanderung wirst du es nicht gebrauchen können, dann nimmst du eher den Einhand. Aber wenn du jetzt zu Hause deine Veranstaltung, deine Feiern, Familienfeiern oder so weiter machen willst, dann mit dem Teil hier, das ist professionell. Und Ersatzakkus sind auch dabei, also die muss man sich nicht dazu kaufen. Du hast zwei Sätze Akkus, einmal eingebaut, einmal als Ersatz, alles mit dabei. Und ich weiß gar nicht, was das Teil war, gar nicht so teuer, 380 Euro oder so. Nee, ist etwas mehr, 450, glaube ich, aber das kann ich jetzt auch nicht so ganz genau sagen.
Ist also meiner Ansicht nach eine sehr empfehlenswerte Sache. Man muss sich halt reinfitteln mit dem Tarieren. Das ist halt Arbeit, die man vorher hat, die sich aber lohnt. Ja, also das ist jetzt so ein Produkt, was wir noch nicht so oft verwendet haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ja, natürlich ist es so, zum Wandern nimmst du das Ding, zu einer großen Wanderung nimmst du das Teil nicht mit. Wir haben dieses Jahr welche in Slowenien gesehen, als wir zu dem Wasserfall gelaufen sind, da war auch einer, der hatte so ein Teil dabei gehabt. Das geht, aber zu einer Riesenwanderung nimmst du das natürlich nicht mit. Und von daher ist es halt, was ich im nächsten Jahr mir vorgenommen habe, mit dem Teil auch zu probieren, oder wir beide, wenn wir mal ein bisschen Zeit dazu haben, uns fehlt auch oft die Zeit einfach dazu, man kann richtig coole so, also Straßenaufnahmen machen oder Abendsaufnahmen, ja, in der Nacht richtig coole Sachen machen, und aber da haben wir einfach die Zeit noch nicht dazu gehabt, uns damit ausführlich auseinanderzusetzen. Da müssen wir uns echt noch ein bisschen reinarbeiten. Das Produkt als solches ist halt eher also schon professionell und natürlich nicht für eine Wanderung zum ja, Gletscher oder was weiß der Geier so gedacht. Da fällt dir dann irgendwann doch der Arm ab. Also, ja, dann kommen wir natürlich, wenn wir das Produkt haben, gleich zu dem Produkt, weil das ist das Ganze in Kleinformat. Ja, so ähnlich. Also, das hier ist mein absolutes Lieblingsprodukt geworden. Das muss ich ehrlich sagen. Zum Filmen, wohlbemerkt. Also zum Filmen für Landschaften, wohlbemerkt. So. Weil das ist der DJI Osmo Pocket. Und der ist halt super klein. Überall kannst du den einstecken, in jede Tasche. Der kommt dann noch damit rein. Oder halt eben in eine Jackentasche oder was weiß der Geier. Die kannst du überall einstecken. Kommt mit so einem Täschchen, da kommt es rein. Und dann ist das, also selbst irgendwo sogar hinten oben kannst es reinstecken, etc. Also mega cooles Teil. Macht richtig mega gute Aufnahmen, wirklich. 4K, gestochen scharf, super Farben. Ich bin jedes Mal, wenn ich die Videos sehe, denke ich, irre. Was das Ding kann, das ist für mich irgendwie irre. Ich finde das cool. Hat auch in einigermaßen anständiges Mikro dabei, also das kann man, ist nutzbar, nicht so wie bei der GoPro, das kannst du völlig in der Tonne klopfen, aber das ist wirklich gut. Allerdings, wenn es natürlich auf den Ständer, ich habe mir hier so einen kleinen, ja, wie so ein Stativ oder Ständer halt eben gekauft, dass man es halt überall mal hinstellen kann, dann ist das schlecht, weil das Mikro ist wohl hier unten und dann ist mit dem Ton dann ist Schluss mit lustig. Nicht so optimal. So, dazu habe ich mir so einen Stick gekauft, den kann man halt ausziehen in verschiedenen Längen und dann kann man halt den Pocket hier oben reinstecken, ja, und wenn man dann läuft, dann kann man den also in verschiedenen Richtungen auch bewegen und dann kann man halt schön filmen, hält es dadurch wesentlich ruhiger, wackelt nicht so viel, ja, und liegt gut in der Hand. Also der Stick ist einwandfrei. Man muss nur eins beachten und aufpassen. Diese Einrastknöpfchen halt, die sind, das ist halt Plastik und mir ist das ziemlich schnell kaputt gegangen. Und dann konnte ich das nicht mehr einrasten und dann war der nicht mehr zu gebrauchen an einer Stelle. Und das haben sie mir aber anstandslos also umgetauscht, war überhaupt kein Problem gewesen. Ja, ist eine coole Geschichte, finde ich. Ich liebe das Teil und habe das auch sehr, sehr oft benutzt. Man muss halt einfach ein bisschen vorsichtig damit umgehen, ne? Ja, also wie gesagt, das ist eines meiner absoluten Lieblingsprodukte geworden. Cooles Teil.